Moin Moin und herzlich willkommen zu einer gut gelauten, verrückten Runde von Borderlands 2. Der Fairstate ist wieder mit dabei, aber die beiden haben sich schon verschworen und mich allein gelassen. Hallo. Mich hat zwar, glaube ich, eh keiner vermisst, aber ich bin wieder da. Also ich hab dich vermisst. Oh. Ich hab mich eventuell aufgebockt. Ja, oh toll, zu dir komme ich ins Fahrzeug. Ja, Freshnail hätte ja das Auto schlagen können. Ach, jetzt ist Freshnail wieder schuld, ist okay. Ja, ich schlag dich gerne. Ich hab grad Dynamit-Exe auf Gegner geworfen, Mann, ich hab keine Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Da! Ah! Ist überhaupt, wenn ich drin sitze? Hier passiert nichts. Ah, jetzt! Komm ja schon. Ah! Ja! So! Euer Baumstriker ist natürlich auch mit dabei, habt ihr ja gerade schon mitbekommen. War nicht wahr. Ah. Das ist ein Soundbomb, was wir abspielen, wenn wir versuchen, dass keiner da wäre. Achso, genau. Oh, das hätten wir mal für deine Abwesenheit mit reinplanen sollen. Kommt auf die To-Do-Liste. Einfach so ein Soundbomb, wenn ich nicht da bin, irgendwas drücken, so Mittelsalat oder so. Weißt du, da hättest du einfach nur einen Sound nehmen müssen. Schmutz. Ja. Oh Gott, das ist. Schmutz. Die Idee gefällt mir. Ich muss mir eine Taste einfach machen, wo du einfach Schmutz sagst. Oh, die Idee gefällt mir gut. Weil du bist ja unser. Sven ist unser Schmutzbeauftragte, wenn du nicht dabei bist, also. Achso, zum Gespräch von eben. Hier wohnt eigentlich Mel. Ja, ich weiß. Lebte. Ja, der Roboter, der Mensch sein möchte, ja. Ja. Oh, Roboter-Mensch-Aufbetragter. Moment, das war Star Wars, glaube ich, oder? Also unser Plan für heute ist im Übrigen Gemetzel. Metzel. Innuendo Bot 5000. Okay. Die Waffen hier sind für Level 25, das finde ich erstmal beruhigend. Wird das wohl nicht so schlimm werden. Nö. Die Gegner sind aber Level 30. Oh, ich wollte gerade die Quest vorlesen. Ja, sorry. Ist also halt die Kurzfassung ist, wir sollen metzeln. Willkommen im Kreis Runde 1. Was kann ich für dich tun? Kurzfassung. Nicht sterben, ich brauche deinen. Ja, ich bin bei Borderlands 1 stand halt auch nicht so viel. Ja, sehr gut. Ich bin sofort da, Sekunde. Alles gut. Der Striker, du solltest dir vielleicht deine Stimme auch ein bisschen schonen. Ach, Quatsch. Ah, wir haben Feststellt vergessen. Ja, und der kann doch runterspringen. Du kannst doch gerne hochfahren, wenn du willst und auf ihn warten willst. Kannst du noch mal runterkommen? Bringt ich war das nicht schnell um? Genug. Ich seh neben dir. Ach du Penner, Mann! Ich wollte das Kammersymbol haben! Ach, das ist das Kammersymbol! Ach Gottchen! Irgendwo war hier auf der Schalter, ja. Ich wusste Achtung! Sterben! Das Kammersymbol war es mir wert! Ich komme! Ja! Wir sind oben! Wir sind oben! Ich komm nicht! Wir haben uns das Kammersymbol anscheinend in unser Hirn reindrücken lassen. Ah, ich komme! Ja! Oh, scheiße! Oh, was ist denn hier heute schon wieder los? Oh, herrlich! Abfahrt! Yay! Es geht los! Ab in den Kreis hier, ne? Let's go! So, ich hab meine Raketen ist die zielsuchend. Ja. Wir müssten hier den Kreis. Ja, Entschuldigung. Es wird lang und hart. Ich hab noch was, das lang und hart. Ach ja, der macht die ganze Zeit nur irgendwelche sexuellen, zweideutigen Witze, oder? Ja. Wow, Level 24. Gut, die erste Runde wird easy. Wow, warum ist die Quest für Level 30? Wie viele Runden waren das? 5, ne? Aber ich schätze mal, die werden uns noch aufs Maul gehen, so ab der vierten Runde. Ich sehe nicht mal. Ach, da sind die. Ach, da. Okay. Entschuldige, wir bringen sie vielleicht einfach zu schnell um. Ja, merke ich gerade. Boing, Leute, ich habe mittlerweile hier meine komische Pistole. Die Projektile sind zielsuchend. Ich brauche nicht mal zielen, um die Gegner zu treffen. Das ist ziemlich geil. Ich schieße sie einfach irgendwo hin und die treffen schon. Das ist Luxus. Was ist denn nur für eine Pistole, Mann?
Guck gleich mal. Ist eine E-Tech, glaube ich. Das ist die, die wir in den Caustic Caverns oben in dem Schatzbereich gefunden haben. Close Quarters Dolminator. Ja, stimmt, steht auch im Effekt. Ich versuche mal dem hier auszuweichen. Na, tatsächlich steht sogar dran, gefühlt. Ist eine lila E-Tech Säurepistole. Mega geil. Ja, gut, E-Tech ist immer lila, glaube ich. Aber das. Ja, so. Komisch lila, aber, ne? Ja, das Problem an den Dingern ist, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch ein bisschen erklärt, mich. Es ist irritierend, Gegner zu treffen, ohne dass sie Schaden kriegen. Das ist komplett zeitverzögert. Ich schieße Haftgranaten auf die und dann explodieren sie ein paar Sekunden später. Aber. Diese Dart. Ja. Aber wenn sie explodieren, dann richtig. Hier, guck mal, ich schieße hier rechts dran vorbei und die Dinger gehen überall hin. Haha, ja. Ich liebe es. Haben sie in Borderlands 3 produktiv umgesetzt? Haben sie einfach Atlas genannt? Oh, bei Atlas konntest du dann ja auch diese komischen Zieldinger machen, ne? Oh ja, du konntest ja dein Zielpunkt in dem Sinne aussuchen. Und irgendeiner von euch hat geslackt. Richtig göttlich. Hallo. Mahlzeit. Sollen wir auf dich warten? Ne, bist schon da, ist okay. Ich komme. Was? Ich hab gedacht, er holt sich das Kammersymbol jetzt eigentlich, aber okay. Willst du auch mal das Kammersymbol in dein Hirn pressen lassen? War auch nur das eine hier, ne? Ja. Ja, herrlich. Welches Kammersymbol? Ah, komm. Was? Dann lasse ich dich das jetzt. Du hast die erste Runde des Hyperion Metals abgeschlossen, aber das war erst der Anfang. Ja. Komm mit, Fresh Nate. Sex. Bist du bereit für die zweite Runde? Woo! Ach so, ich wollte mir gerade Munition kaufen, aber irgendwie. Aber denk dran, es ist der 9. November, ne? Ja. Hä? Ja, alles gut. Stell dich da hin. Ach so! Jetzt stellst du dich unter den Aufzug. Ah, okay, ja, ich seh's schon. Gut. Herr Baumstriker! Wehe, du hast mich jetzt dafür, aber ich gratuliere dir mal zum Geburtstag! Also, ich für die Unglück, Zukunft. Das bringt Unglück, aber egal. Nee, wenn andere Leute das sehen, hast du Geburtstag. Ja, ist in Ordnung, aber. Oh Gott, jetzt denk ich gerade an Tor 3. Ich hab Geburtstag! Oh nein. Oh, ich weiß nicht, was. Ja, ich bin auch falsch gelaufen. Oh, verdammt. Ach, ja, aber trotzdem, trotzdem danke. Du Unmensch, Alter. Entschuldigung. Ah, ich hab die auch. Oh Gott. Was hast du auch? Versuch den mal auszuweichen. Falls sie dir aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt, würde ich gerne Werte vergleichen. Ja, können wir nachher machen. Wisst ihr, was noch witziger ist? Nein. Hätte ich die Waffe nicht verkauft und sie im nächsten Spiel auf einmal nochmal mitgenommen. Die Waffe ist witzig, oder? Nee. Ja gut, vielleicht, aber es geht jetzt einfach, du weißt, dass ich halt jetzt den Skill drin habe, dass eventuell, dass meine Feuerrate nach oben geht, je länger ich diesen gedrückt halte. Das Problem ist bei dem, die ist halbautomatisch. Ja, wir spielen hier mit Maus und Tastatur. Ich kann Makros setzen, ich kann mir ein Autofeuer geben. Zählt das aber als gedrückt halten? Ja, das stimmt wiederum. Du kannst die Makros auch so setzen, das geht auch, wenn du die Taste gedrückt hältst, dass er automatisch die Taste wiederholt drückt. Das ja, aber ich sag jetzt, ob das Spiel das so erkennt. Ob das Spiel so erkennt, ist die andere Sache. Okay. Nein, ich meine, ob das Spiel das erkennt, als wenn du es gedrückt hältst. Ach, fuck! Ionenloader? Nein, mein Schild! Ach so, ja! Feststellt, du weißt es ja noch nicht, ich habe jetzt irgendwie seit 3 oder 4 Folgen ein Schild, was mich versucht umzubringen. Das hat es doch schon dein mehrfach Schild? Erfolgreich geschafft. Dein Schild versucht dich umzubringen. Ja. Ich hab dieses Foxtrot Uniform. Nee, ich wollte gerade. Nein, Foxtrot Tango. Warte. Whisky Tango Foxtrot? Ja, Whisky Tango. Whisky Tango Foxtrot. Ist so ein legendäres Schild, haben wir irgendwo gefunden gehabt. Und das verliert Booster, die dreimal fette Schockexplosionen losjagen und dabei gefühlt mich umbringen. Ja, das Schild haben wir auch oben beim Dolminator gefunden. Ich wollte nämlich gerade eigentlich sagen, Foxtrot Uniform wäre nämlich der Song von dem Bloodhound Gang gewesen. Das wollte ich auch gerade machen. Oh, ich bin gerade froh, dass wir uns für das Metal entschieden haben. Wir verlabern hier keine relevante Story. Oh Gott, mein Schild! Ah!
Gut, doch, der Witz ist, die Explosionen töten auch die Gegner. Nur euch nicht, ihr seid sicher. Nee. Kilo. Naja, ah, ah. Oh, da oben ist auch das Lidern gedroppt. Vielleicht ist es einfach nur Iridium. Wäre doch super, wenn es Iridium wäre. Ja, sind es auch. 4 Stück. Sehr schön. Adleraugen. Tja. Meiner hat sogar ein Messer vorne dran. Hat deiner das auch, Herr Fürschnäht? Nein. Das heißt, du könntest eventuell sogar mehr Schussschaden haben als ich und ich habe ein Messer. Das klingt doch sogar fast sinnvoll. Das weiß ich nicht. Weil das Schlimme wird nämlich... Wobei, schlimm wird's ja eigentlich nicht. Es wird eigentlich witzig. Alter, wir haben schon wieder Alter, wie entspannt wir hier einfach die Runden durchferkeln. Ja, wir hätten das auch das Gebiet halt früher machen können, aber wenn ich mal so bedenke, Alter, wenn ich die Butcher im Gunsirken nutze, Alter. Am besten 2 Stück. Ja, nee, komm, also so, dann brauche ich aber ein Infinite Muni Hack, Alter, für meine Shotgun. Ich wollte ein bisschen Leben kaufen. Leben. Jedes einzelne Sexwortspiel. Ach Gott, ich muss das mal vorlesen. Die Stimme ist von dem Typ gerade so leise, man kriegt das nicht mit. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Das stört mich gerade. Nächste Runde. Muss ich Munition kaufen? Natürlich nicht. Leben. Freshnate. Soll ich dir mal eben meine Waffe zeigen? Oh, hier, zeig sie mir. Freshnate, hast du nicht den Badass-Kill drinne? Du kannst doch einen. Ja, aber dann muss ich ja meine Action-Skill aktivieren. Ja, die sind sich einfach verdammt ähnlich. Ist interessant. Komplett, ne? Ja, deine ist 0,2 Sekunden schlechter im Nachladen, hat aber dafür ein größeres Magazin. Also letztendlich nimmt sich das nicht viel. Ich finde dein Visier nur kacke, das ist das Problem. Ach doch, ja. Ich kann mich doch. Okay. Aber spielst du denn jetzt mit der Waffe? Ich hab's jetzt mal ausprobiert, so. Ich probiere das mal ein bisschen weiter aus und dann. Ja, also wenn sie dir gefällt und du beibehältst, dann würde ich mal sagen, tauschen wir trotzdem, weil meine hat ein Messer. Das ist für dich ganz praktisch. Aber so, falls du erstmal nur rumtesten willst, würde ich meine mit dem Messer erstmal behalten wollen. Dauert einen Moment! Hä? Sekunde! Ich habe eventuell gerade ein bisschen Kacke gebaut. Was hast du getan? Ich muss erstmal hier wegkommen. Was hat er getan? Hupala. Warum? Scheiße. Ja. Wir können nicht mal Duelle machen, um. Wir könnten einfach mal das Gebiet kurz zerlassen, Leute. Oh. Nein. Du könntest natürlich aber auch deine Granatenmund einmal rausnehmen, gucken, ob du rausgesprengt wirst. Das wäre interessant zu sehen. Du hast die Granatenmund vergessen rauszunehmen. Stimmt. Kommst du noch raus? Können wir noch nicht, ne? Ja. Nee, ich kann auch das Menü nicht öffnen, weil. Ach so, weil du fliegst offiziell. Ja. Geil. Ja, erste Hilfe für den komischen Typen im Anzug, der klettert. Ja, Entschuldigung, Alter, wenn ihr handelt, Alter, schieb ich Langeweile. Setze wie wieder Schuld, weißt du? Jo, klar. Er muss es ja sagen. Oh, ja. Oh, unsere Quest ist gescheitert, Leute. Oh nein. Ich hab sie neu angenommen. Er war nett. Tut mir es tut mir leid. Oh. Alle da überhaupt? Ja, Sekunde. Ja. Ich angucken. So. Ich komme. Oh, das ist aber lieb, dass ihr mir den Aufzug hochgeschickt habt. Wir wollten doch nicht, dass du abstürzt. Ey, aua, Knöchel gebrochen. Scheiße, ey.
Vorsicht, das wirst du nicht im Beischlaf schaffen. Zwinker, zwinker. Das werden wir nicht im Beischlaf schaffen, okay. 3, 2, 1. Das ist eigentlich ein Gerücht. Das ja, ich würde auch sagen, wir können es mal ausprobieren, aber ich glaube, das wäre dann nicht mehr YouTube-konform. Oh, nicht mehr YouTube-konform. Die haben mir eins meiner Subsistence-Videos ab 18 eingestuft, weil es gegen Community-Richtlinien verstößt. Die dreckigen Wichser. Die kriegst du es auch nicht raus, also... Ich konnte eine Beschwerde einlegen, weil ich nicht keine Ahnung hatte, was da passiert war. Das wurde von Hand geprüft, haben sie gesagt, ja, ja, du hast recht, es tut uns leid, manchmal machen wir Fehler. Wir haben die Begrenzung wieder rausgenommen. Und eine Stunde später haben sie wieder geschrieben, Beschwerde wurde abgelehnt, es verstößt trotzdem gegen Richtlinien. Aber was ist denn mit euch? Welches Video denn? Subsistence, ich glaube 61. Keine Ahnung, ob das Thumbnail zu blutig war oder sonst was. Ich habe da ja keine Perversitäten gemacht. Was ist denn Subsistence für ein Spiel? Ein Survival-Spiel, was ich momentan auf dem Kanal laufen habe. Okay. Da geht's halt auch ums Töten und Netzen. Na gut, so schlimm ist es nicht, aber... Weißt du, was ich komisch finde? Hä? Meine Walking Dead-Videos sind nicht ab 18. Und das, obwohl das Spiel ab 18 ist, ne? Naja, ja. Borderlands ist auch ab 18. Wir haben da keine Begrenzung drauf. Borderlands ist ab 16, oder? Nee. Nein. Ja? Borderlands 3, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber 1 und 2 sind definitiv ab 18. Pre-Sequel könnte auch ab 16 sein, aber bei Borderlands 1 und 2 bin ich mir ganz sicher, weil ich damals den Ausweis vorzeigen musste. Boah, wie lange ich keinen Ausweis mehr vorzeigen musste? Irgendwas? Siehst du schon so alt aus? Wo ich letztens tatsächlich den Ausweis vorzeigen musste, das lag aber an den Regeln, weil ich im Club war. Da musst du den Impfnachweis mit deinem Perso kontrollieren. Genau, da musst du den Impfausweis mit deinem Perso nachzeigen, damit die auch wirklich sicher gehen können, dass der Impfausweis nicht gefälscht ist. Ah. Ja, das machen sie bei uns bei einem Meckes auch immer, wenn man mal zu immer spontan dahin will, Ausweiskontrolle mit. Muss im Meckes einen Ausweis vorzeigen. Das macht einer bei uns in der Ecke. Aber ich glaube, die machen das, weil sie irgendwann mal Ärger bekommen haben. Ja, Metzel! Ich war jetzt am Donnerstag beim Friseur. Ich müsste auch mal wieder hin. Oh. Und der hat mich nicht mal nach dem Ausweis so gefragt. Dann irgendwann, als ich schon fast fertig war, schreit er so: Scheiße, was ich total vergessen habe. Ich so, was denn? Er hat einen Impfausweis oder so ein Scheiß. Ich so, ja, natürlich. Ich hab ihm nur so nachträglich gezeigt. Hättest du keinen so gehabt, wär's echt scheiße geworden für ihn. Und ich dann so zu ihm so: Hör mal, was wäre denn jetzt, wenn ich keinen gehabt hätte? Dann sagt er so: Ja, dann wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Ja, das hatten wir auch schon mal, als ich hier, Frau Graf und Steiner wollte. Wir sind eigentlich gefühlt Stammkunden und wurden dann zu den Plätzen gebeten. Einen Tag vorher wurden die Regeln wieder geändert und dann so: Ja, habt ihr denn eure Nachweise dabei? Ja, hatten wir den Moment nicht. Das war einfach nur, weil wir spontan in der Ecke waren. Ja. Das war dann so, also wir waren schon drin dann, Masken ab, hatten schon die Karte und dann so, ja. Das war so. ist doch genauso, wo wir im Diner. Konstruktor. Wo wir im Diner waren. Hier hieß doch, Leute, die nur den Impfausweis dabei haben, müssen ihre Kontaktdaten da lassen. Mich hat keine Sau gefragt. Ja, sag mal, dass wir einen vollen Tisch hatten. Da kommt noch ein Konstruktor. Okay, er ist tot. Ey, Homing Teslas! Yeah, geilste Granaten überhaupt. Ich nehme Schrott jetzt einfach mal mit. Striker, brichst du die Quest weg und kommst unter 9 runter? Ja, vielleicht. Das wäre nett. Ja, vielleicht? Das war ein Befehl. Soldat. Ich mal. Ja, in deiner aktuellen Situation möchte ich aber nicht viel mit dir machen. Hey, bleib stehen, bleib stehen. Hey, ich möchte vorlesen. Warte. Du hast schon über die Hälfte des Hyperion-Gemetzels überstanden. Nicht aufgeben. Jetzt. Oh, die gefällt dir nicht? Nein. Die vierte Runde des Hyperion-Gemetzels wird die bislang härteste. Check lieber nochmal deine Ausrüstung. Nö. Werde ich jetzt mal mit deiner da ein bisschen probieren, ja.
Oh Gott, das Visier ist wirklich scheiße. Ah, ich guck mal, du hast ein größeres Magazin. Größeres Magazin, das finde ich schon mal sehr sympathisch. Ich glaube, ich muss mal meinen Action-Skill aktivieren, Mann. Wozu? Hast du das jetzt nicht genötigt, ne? Ah, der ist wieder lang und hart, ist okay. Wir machen keine Vorspiele mehr, schade. Sehr langweilig. Ich möchte den jetzt aber hier meine grünen Nadeln reinstecken. Spawnt die andere Seite jetzt, oder? Ach, das Raumschiff kam! Äxte reinwerfen! That is Shield Surveyor! Ach, scheiß drauf, die Verfolgungsdinger! Ah, Feuerwerk! Bitches! So, jetzt habe ich hier schon so viele böse Wörter verwendet. Gucken, ob die Einschränkung kommt. Ach, mein Schild, nein! Okay, mein Schild hat es wieder fast geschafft, mich umzubringen. Sag mal, wie abfuckschnell schießt du denn mittlerweile? Achso, das ist wegen dem Skill jetzt, ne? Ja, das sind die 88%. Alter, ich hab da gerade die Conference Call gesehen, dachte mir, what ist da passiert? 80. Du willst gar nicht die Feuerrate sehen, wenn ich im Gunsirken eine Infinite dabei habe. Oh, doch, eigentlich schon. Ich schieße einfach nur wild hin. Ich liebe diese Waffe. Wie dreckig wäre es eigentlich? Weil du hast ja, wenn du im Gunsurker-Modus bist, hast du ja zwei Waffen in der Hand, ne? Ja. Kannst du auch zwei verschiedene Infinities in der Hand haben? Klar. Boah, eine Slack Infinity und irgendwas anderes noch dazu. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Jetzt sind wir, warum ich die Bitch und die Conference Call in einem Gunsurk-Slot habe, in dem Sinne. Ah, um genau so einen Scheiß zu machen. Das ist auch so geil, wenn du mit zwei Hyperion-Waffen im Gunsurken bist. Die werden ja präziser, je länger und, du drückst. Das ist richtig gut. Da ich ja, wenn wir in den DLCs sind, Spielverlauf 3 sind und ich mein Skillbaum umändern werde, bräuchte ich sowieso immer zwei Waffen derselben Art. Ah, einfach nur einen größeren Bonus, ne? Dann krieg ich noch einen größeren Waffenschadensbonus. Oh, ich freue mich schon darauf, wenn die Action richtig losgeht. Oh, ich bin da richtig heiß drauf. Ja, vor allem, weil ich dann endlich Gesundheitsregeneration noch weiter drin habe. Ich habe jetzt dreimal nicht getroffen, so. Au, null. Den kriege ich, den kriege ich. Du hast den falschen Hund geweckt. Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht von den Fingernägeln. Also ich muss sagen, ich finde bei deiner Waffe jetzt hier feststellen, das größere Magazin eigentlich ganz nett gerade. Okay. Oh, ja. Gegner sind geslaggt. Ja, ich schieße mir rein. Explosionen? Das kommt noch. Ja, das ist das zweite große DLC. Boah, da freue ich mich auch schon so dermaßen. Ich finde es doch mal interessant, das erste DLC. Ich glaube, ich habe es einmal richtig gespielt und ein zweites Mal mit dem Striker so mal nebenbei. Willst du was Interessantes? Ich habe einen Constructor im Gesicht gelandet, Mann. Ja, hab's gesehen. Weißt du, in dem Constructor ist ein Badass Constructor. Oder. Ah ne, ein Badass Shield Surveyor war es. Gelandet. Und da ist schon wieder ein Constructor, der weg ist. Aber ja. Weißt du, was das Schöne ist, Koyampe? Ja, ich höre. Herr Striker. Ich hab so wenig Erinnerung als erste DLC. Ich weiß, dass für Freshnate eine Waffe kommen wird. Eine Assault Rifle. Ich glaube, das Rapier oder wie es heißt. Ja, ja. Das sollte er auf jeden Fall nehmen. Ja, genauso wie im dritten DLC, der grobe Reiter. Ich glaube, das wäre was für ihn. Natürlich eben das Seine, wenn er was anderes spielen will. Wir wollen hier niemandem was aufbringen. Nicht, dass man es hier falsch versteht. Aber der grobe Reiter ist halt für so einen Psycho schon krank. Also ich bin auf jeden Fall aus dem ersten... ein Schild. Ein Schild mit der Kapazität von 0. Was aber du hast, Leben haben? Ich glaube, ich habe einen Skill, wo wenn ich 0 Schild habe, das eine Nahkampf oder so erhöht ist. Du hast auf jeden Fall Salz in der Wunde. Du kriegst, sobald du Schaden auf dein Life kriegst, Bonusschaden. Und sonst was für ein Scheiß. Der Witz am groben Reiter ist, er hat Schadensreduktion. Also du kriegst, hast doch kein Schild, aber er reduziert trotzdem den Schaden, den du kriegst. Und erhöht, glaube ich, auch das Max-Life. Yep. Ist relativ witzig auf jeden Fall. Aber ich brauche, also, wenn es danach geht, nehme ich auf jeden Fall den Witwenmacher.
Da war ein hässlicher Exploder. Ah, nee, Quatsch, nicht Witwenmacher, Waisenhausmacher, Waisenkindmacher. Es gibt einen Waisen, auf jeden Fall. Die Shotgun. Auf ja. jeden Fall. Witwenmacher. Wir müssen mal gucken, was wir überhaupt an Waffen dann rauszaubern werden. Naja, die Waffen sind ja festgelegt. Es kommt halt drauf an, ob sie Elemente haben, ob sie Nahkampfzusatz haben. Werden wir gerade zu größten wahnsinnig oder was? Ja, werden wir. Ihr hebt den anderen auf. Aber zum Thema, ich packe im Notfall einen Raketenwerfer aus. Stimmt. Sollten vielleicht auch deinen Mongoletten dann einfach mal zünden. Oh, ein super Badass Loader. Slack ihn! Der bringt mich um! Ach, da hinten ist ja noch einer. Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, der lässt sich nicht slacken. Doch, den einen hattest du geslackt, aber jetzt nicht halt. Oh Gott. Stirb! Oh, ich soll nicht mehr das Loader. Oh, jetzt ist vorbei. Sofern ich leben sollte, ist er weg. Okay. Wir haben uns. Ich halte mal die Feuertaste ein bisschen gedrückt. Da liegt irgendwo Iridium. Ja, hier. Da ist noch irgendwo ein Gegner. Ja, der ist weg. Wow. Da haben wir gerade das Maul gekriegt, so ein bisschen, ne? Ja. So ein bisschen, aber... ist nicht halbes und nichts Ganzes. Ich sammle gerade den ganzen Schrott vom Boden auf. Soll ich für irgendwie auf irgendwas achten? Nö, gerade nicht. Nö, ich glaube nicht. Aber ich glaube, die Sachen werden uns hier eh nicht so interessieren. Also außer du findest natürlich eine bessere Klassenmod. Ja, Klassenmod gucke ich natürlich immer rein, da weiß ich ja grob, was sie nicht Nur ist. Nur noch eine Runde im Hyperion-Gemetzel erwartet dich. Wirst du sie überstehen? Vielleicht? Klar. Kannst du die letzte Runde des Roboters-Gemetzel überleben? Na klar. Klar. War das nicht auch eine Sniper, die mit uns quatscht noch? Oder denke ich gerade noch weiter an was anderes? Ja, das weiß ich gar nicht. Weil wir kriegen jetzt auch nochmal eine Sniper als Endbelohnung. Schon wieder so eine Quasselwaffe. Ich glaube schon, aber ich kann mich auch wieder komplett irren. Also ich mag Quasselwaffen, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Versuch nicht zu sterben, damit schüttelst du Geb auf dich ab. So. Tritt in die Arena ein. Ja, warte, da steht Tritt in Arena ein. Okay, ich soll darauf reintreten? Okay. Weiß ich nicht. Würde das denn nicht Tritt auf Arena heißen? Ja, da! Und nimm Müll mit! Puh! Letzte Runde! Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, 30, das könnte vielleicht interessant werden jetzt. Also ich sehe auf jeden Fall bei mir und dir, Kojampel, ein Level up. Was kann passieren? Ja, der Feststand hat es leider nicht so ganz präzise geschafft, hinterher zu leveln, aber. Ja, das wird, glaube ich, nicht so schlimm werden. Ist doch egal, der Respekt, dass es so weit geschafft hat, innerhalb von einem. Ja, das soll doch negativ sein, das war nur die Aufklärung, warum du sagst, dass es nur bei uns beiden ist. Oh nein, 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 mein Shit! Nein, 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 nein! Oh Gott, ich hab's überlebt. Das Gute ist, wenn ich sehe, dass er diese Booster fallen lässt, kann ich noch wegrennen. Immerhin. Ich glaube, ich brauche mal eine neue Granaten. Ach, das war die Quasar wieder, ne? Immer noch? Ja. Cool, aussehen tun sie auf jeden Fall trotzdem noch. Ja, die machen auch noch, je nachdem, wo in welchem Gebiet du bist, welche Feinde du hast, auch noch gut Schaden. So. Hebt mich irgendjemand auf? Gleich, hier sind ein paar Hyperion-Scharfschützen. Danke! Falls du das warst, ich weiß es nicht. Nee, war ja, ich war hinter dir. Oh oh. Hundesteuer. Hast du denn noch fleißig deine Hundesteuer bezahlt, Fresh Nate? Hundesteuer? Nee, das ist in dem Stream passiert. Musst du nicht drüber nachdenken. Ich hab nicht mal einen Hund.
Obwohl, ich könnte auch sagen, ihr beide seid Hunde, dann hätte ich zwei. lassen wir ihn dafür jetzt liegen oder heben wir ihn trotzdem auf? Wir haben ihn ja trotzdem gern. Okay. Und er hat in dem sich selber Fall, wieder aufgehoben. Man muss auch ganz klar sagen, in dem Fall von der Hundesteuer, von der wir gerade reden, macht das, was er gesagt hat, sogar Sinn. Ja. Exploder! Also solange ich euch im Blick habe, kann ich euch auch wiederbeleben. Alles gut. Außer ich bin selber tot, dann natürlich nicht. Ich hab irgendein Skill verdient. Nein. Aha. Oh Gott. Was für ein Gemetzel. Wenn ich Kills mache, geht der Zähler nach oben. Super Bad, das Ganze sind Level 31. Mehrere. Ich will sie kloppen. Der nächste kommt. Er muss nachladen. Bin gleich down. Bin down. Ich hab grad keine ich bin gerade in Abnehmzeit. Und auch gleich tot. Ja, kein Ding. Ich drück ihm einfach ein paar Raketen rein. Striker, ich bin enttäuscht. Level up! Au. Meine Pistolenmunition war leer. Wie erklärst du dir das? Hä? Ich hab grad ein Level up gekriegt. Du bist im Toten. Ach komm schon, Alter. Schieß weniger. Rashnet, hilft gleich. Aber erstmal beseitigen. Okay, so funktioniert's auch. Junge. Ich darf hier nicht wieder mit runter, ne? Nee, du kannst auch von oben schießen. Ich kann auch von oben wiederbeleben, glaube ich. Yep. Ja. Du hast die einzige produktive Aufgabe tatsächlich da oben noch im Kopf. Ja, ich kann euch wiederbeleben. Ich finde das eigentlich echt viel wert. Falls wir richtig liegen, das ist muss man auch bedenken. Also er liegt richtig. Also das warst du. Aua. Bitteschön. Ich bin gerade froh, dass ich auf Abklingzeit gegangen bin. Das lohnt gerade. Euch beide kriege ich nicht. Alter, sind das Geschütze? Nee. Das ist irgendwas anderes. Aktiviere deinen Action Skill, weil du kannst. Ich hab gerade meinen Action Skill nicht bereit gehabt, Mann. So. Mal gucken, wie lange ich euch das jetzt noch weiter beleben kann. Lass ruhig liegen, notfalls. Da hätte meine Abklingzeit gereicht. Okay. Ja. Ich muss gerade die Hyperion. Ich muss gerade die Hawks loswerden, weil die gehen gerade auf den Senkel. Ja. Also, dass ich euch so oft wiederbeleben muss, hat glaube ich zur Folge, dass ihr bald einen Sekundentod haben werdet. Ja, passiert. Aber die Hyperion Hawks sind weg, also alles in Ordnung. Ach du Scheiße, wir haben ja noch drei Runden. Ich bin voll am Anfang krepiert. Oh. Naja. Ah, ist schon snap, ne? Könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase, Mann. Was soll das denn jetzt? Kennst du das nicht von SpongeBob, Mann? Ach so, das meinst du. Oh, Junge, Alter, weißt du, wie lange ich kein SpongeBob mehr geguckt habe? Wo der SpongeBob dann so sagt, hey, jetzt könnte alles viel schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase. Das hast du Thaddäus gesagt, oder? So. Ja. Nee, jetzt irgendjemand anders, aber dann wird's auf Thaddäus gezeigt. Oh Gott, Jetloader-Armee! Jet Set! Radio! Ach komm, Alter, ich setze jetzt endlich mal ein, Alter, Feuerwerksgranaten. Habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal benutzt? Jetzt glaube ich der Moment, Feuerwerksgranaten zu holen. Oh, bist du so am Lecken, der Typ? Oh, ein Badass Reparaturbot, okay. Wie genießt man die Aussicht von hier oben? Kannst auch töten? Du hast schließlich eine Waffe, die zielsuchend ist. Ich hab schon ganz schön viel getötet, das hast du wahrscheinlich gar nicht gehört. Oh, scheiße! Der Badass Reparaturbot kommt zu ihm hoch. Nee, mein Schild ist gerade hier oben hochgegangen. Und es hört dich auf. Oh, schön. Okay, jetzt ist er fertig.
Wo ist der Bot, Mann? Oh, schön ist, ich kann hier, glaube ich, durch das Gitter durchschießen. Das funktioniert. Oh, diese Verfolgungskugeln sind so episch. Was ist hier noch, oder? Ja. Ach, da. Ja, ja. Hab ihn mal gelockt. Badass Reparaturboss. Richtig. Ah. Aber irgendwas lebt immer noch. Ich? Oder? Da, nee, die, das Schiff kommt, das Schiff kommt. Er hat einfach nur nichts gesagt, deswegen. Das Schiff kommt, trägt die Granate hin, Mann. Ich muss gerade ehrlich gestehen, ich finde meinen Job hier oben recht entspannt. Da reinhält, Mann. Allein weil ich euch auch wieder beleben kann. Spawntrap halt, was willst du sonst machen? Wieso so wie ihr das Schiff reinhält? Bam, 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 bam. Oh, Halo, Feuergefecht. Wenn die Phantoms kamen, einfach mit Raketenwerfer reindonnern. Ach, das war immer schön. Oh, was war nochmal Feuergefecht? Wellen und so, ne? Ja, Wellen überleben, haben sie bei Reach eingeführt mal. Ja, und oh, haben sie ja durch die Master Chief Collection durch ODST ja wieder hinzugefügt, dass den alten ODST-Modus. Den ich tausendmal besser fand tatsächlich. Man kann jetzt auch schon den Multiplayer von Infinite reloaden, ne? Was ich eine Sauerei finde, ich wollte gestern Horizon 5 runterladen. Ja. Und was Schrank, passiert? Schrank! Plötzlich? Schrank! Oh, ein Schrank, okay. Hier. Plötzlich bricht der Download ab und es wird nicht angezeigt. Also so, ich kann das Spiel nicht downloaden. What? Damit haben so viele Leute gerade Probleme und ich wollte eigentlich nur runter Horizon 5 spielen. Das ist schwerst enttäuschend, muss ich gestehen. Ja. Aber ich hatte ihm überlegt. Oh, ein Badass Constructor. Ja, ja. Oh Gott. Ja, ja. Ich schieß da mal meine Kugeln rein. Ich werfe meine Axt auf die Bots. Ich schieß mal auf alles. Da hinten kommt ein kleiner Constructor. Ja, erstmal Bett ist weg. Ja, der ist doch weg. An der großen atomaren Explosion zu erkennen. Okay, läuft. Eine scharlachrote Scheibe Pizza. Ich kaufe mir mal ein paar Granaten noch. Also welche mitbringen, danke. Ah, ich glaube, das funktioniert nicht so einfach. Ach, einfach runterwerfen. Könnte ich dir jetzt einfach Granatenmods kaufen und runterwerfen? Würde das funktionieren? Es würde funktionieren, aber ich glaube, so viele Granatenmods kriegst du nicht. Ah, ich habe noch genug Granaten. Da oben das Geschütz, Mann. Oh, ja, ja. Das ist ab und zu, warum ich einfach so random nach oben gucke. Ist das jetzt ein Geschütz, was aktiv ist oder nicht? Nee, ich dachte, da steht einfach random so ein Gegner hier vorne rum. Da einfach nach oben geguckt, dann ist das Geschütz, Mann. So, diese Badass Shield Surveyor sind auch ein bisschen lästig. Oh. Fertig. Hey. Ich hatte zwar irgendwie etwas weniger Action als ihr, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Komm, wir gehen noch gucken, ob hier irgendwas Vernünftiges liegt, Mann. Hallo, nicht, Mr. Sexbot. Was hast du Pilgrimessel überstanden? Mechanische Krieger überall auf Pandora werden deinen Namen in Ehrfurcht flüstern. Würden sie jedenfalls, wenn Roboter überhaupt flüstern könnten oder Ehrfurcht empfinden. Sex. Ja, du kriegst hier ein Scharfschützengewehr. Guck mal, ob es mit einem redet. Nee. Nö. Ich kann leider kein Französisch. Ah. So. Ey, da haben wir heute auch ein gutes Gemetzel gehabt, mal wieder zum Einstieg, dafür, dass Freshnet wieder mit dabei ist. Immer wenn ich Französisch höre, habe ich den Spruch von meinem damaligen Lehrer im Kopf, Mann.
Okay, hau ihn noch am besten gleich mit raus. Ich wollte gerade die Abmod machen, aber das interessiert jetzt bestimmt alle. Wir haben irgendwie über so eine Schülerin geredet. Und dann hat er so aus Jux gesagt, so, ja, also früher hatte ich auch mal eine Mitschülerin, so, die hat dann auch ihre Prüfung nachmachen müssen in Französisch. Französisch konnte wohl ganz gut, über der Sprache hat immer noch gehapert, so. Scheiße. Ja. Den fand ich ganz gut damals. Ist ein bisschen dunklerer Humor, aber ja, sowas mag ich ja eigentlich auch. Mein Humor ist tiefschwarz. Ja, einfach Schmutz mit dir. Wenn mein Humor eine Farbe hätte, wäre das schwärzeste Schwarz auf der Welt. Ich sag's dir, ich kann so widerliche Witze raushauen. Oh, ist ja alles voll mit Lava, wenn man sich umguckt. Ist okay. Aber ich glaube, wenn ich die Witze hier raushaue, dann... Da kommt meine 18er-Beschränkung wieder, ne? Junge, keine 18er, ich glaube, das Video ist weg. Oh, pass auf, da kriege ich direkt einen Strike. Oder sonst was. Vielleicht, man kann da gleich dicht machen. Ja, kannst du schon mal mit YouTube-Stream vergessen, dann auf jeden Fall. Oh, ja, bald nur noch auf Twitch. Ich hab aber geregelt. Hä? Nee, aber letztendlich das, was ich. Oh, Alter, wir haben vorhin den Schrank umgebracht und niemand von euch hatte die Würde, den Schrank aufzumachen? Ja, Junge, Kalix-Regale bleiben voll. Oh. Ja, gut, wenn sie voll bleiben sollen, dann lass ich's drin. Ey, Freshnay, da sind deine Granaten. Echt? Ja, sind 3 Granaten, Mann. Mein Inventar ist voll. Ja. Nein. Oh, du Müllschlucker, ey. Ja, ich funktioniere ganz gut als Müllschlucker. aber letztendlich, das soll's für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also, ich hatte mal wieder saumäßig Spaß, falls ihr auch super gerne eine Bewertung da lasst. Ich war echt langweilig. Schnauze. Nein. Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mal mit der Story weiter. Wir nähern uns dem epischen Finale. Naja, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.